Für viele ist es so am krassesten, wenn man an Mario Götze denkt, weil er eben das Gesicht dieses Triumphes, wir haben es gerade im Video auch nochmal gesehen, des Triumphes 2014 ist. Er hat das Tor geschossen, Sie haben diesen historischen Satz bei der Einwechslung gesagt, zeigt der Welt, dass du besser als Messi bist. Den gibt es wirklich, den Satz, ne? Das ist nicht Legende. Ja, den habe ich ihm schon so gesagt. Das war auch irgendwie so ein spontaner Einfall. Ob das jetzt im Nachhinein gut war, das weiß ich auch nicht. Für ihn. Hat ja, funktioniert auch. Ja, in dem Moment war das ja auch so, dass man ja nicht an Dinge denkt, die danach irgendwie stattfinden. Ich habe dann vielleicht den Fehler gemacht, dass ich den Satz auch mal irgendwann so öffentlich gemacht habe. Das hat vielleicht dem Mario nicht gerade dann die nächsten Monate unbedingt geholfen. Das kann schon sein, weil nach dem Finale bin ich gefragt worden, was hast du denn dem Mario oder was haben Sie dem Mario denn gesagt? Und ich glaube, in dem Moment habe ich gesagt, jetzt kannst du der Welt zeigen, mit einer entscheidenden Aktion, vielleicht mit einem Tor, dass du besser bist als Messi, der ja jahrelang als der beste Spieler auf der Welt immer galt. Das war so eine spontane Idee von mir oder ein Einfall, das habe ich zu ihm gesagt. Daran ist er im Nachhinein immer so ein bisschen auch gemessen worden. Und wenn ein Spieler in so jungen Jahren natürlich auch so solche Erlebnisse hat, wenn er das entscheidende Tor im Finale schießt, dann kann das schon auch mal vielleicht ein bisschen später auch mal zu einer Belastung werden. Er hatte leider Gottes einige Verletzungen, mit denen er zu kämpfen hatte. Und in dieser Saison war es einfach nicht der Mario Götze, den wir uns alle wünschen. Er hatte nicht diese Form. Und ich habe einfach auch dann die Entscheidung getroffen, dass es für ihn vielleicht auch besser ist, einfach eine gute Vorbereitung zu haben, im nächsten Jahr wieder ein bisschen Neubeginn zu starten. Für den Kader hat es dieses Jahr nicht gereicht. Sandro Wagner hat unmittelbar seinen Rücktritt erklärt. Können Sie so eine Gefühlswallung nachvollziehen? Zunächst kann ich es natürlich ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß, was der Sandro alles auch im Vorfeld dafür getan hat. Er war jetzt ein knappes Jahr bei uns seit dem Confed Cup und ich habe ihn kennengelernt als einen sehr ehrgeizigen Spieler, der schon auch ein gesundes Selbstbewusstsein hat. Und ich wusste natürlich auch, dass das für ihn natürlich auch was Besonderes ist, eine WM zu spielen. Also kann ich so menschlich gesehen ein bisschen nachvollziehen, dass er natürlich wahnsinnig enttäuscht war. Die Reaktion wie, kann ich vielleicht nicht so richtig verstehen, weil das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Jeder, der uns kennt, der weiß, dass wir natürlich auch immer die Spieler anhalten, ihre Meinung zu sagen, offen zu sein, auch uns gegenüber kritisch zu sein, weil wir ja auch daraus lernen. Also ich freue mich, wenn Spieler auch mal den Mund aufmachen und sagen, Trainer, wir sehen das vielleicht anders, weil da kann man sich mit Situationen auseinandersetzen. Und ich finde es auch, gegenüber seinen Mannschaftskollegen in der Nationalmannschaft finde ich es irgendwie viel schlimmer wie mir gegenüber, weil er sagt ja auch damit, dass die anderen eigentlich sozusagen Spieler sind, die nie ihren Mund aufmachen und sie deshalb noch bei der Nationalmannschaft sind. Also was soll jetzt ein Toni Kroos, ein Mats Hummels, ein Jerome Boateng oder ein Manuel Neuer denken über das, was er sagt, weil es hört sich so an, wie wenn bei uns nur Spieler sind, die nie ihre Meinung sagen. Und das ist ja völlig hanebüchen. Das kann ich nicht so verstehen, dass er enttäuscht ist. Das ist durchaus menschlich.